So, mein Thema ist die kontrollierte Gebäudemodellierung aus Punkt-, Wolken- und Luftbildern. Ich möchte also mit diesem Vortrag ein bisschen die theoretischen Hintergründe zu unserer neuen Entwicklung, der Software CityGrid Shaper, näher bringen. So. Okay. Es gibt traditionell zwei alternative Ansätze für die Gebäudemodellierung aus 3D-Punktwolken. Der eine Ansatz ist oft der sehr naheliegende. Wir haben eine Punktwolke, da kann man ja drin Ebenen finden, man kann die Ebenen abgrenzen und dann verschneide ich einfach die Ebenen zu einem Dachmodell. Das ist der sogenannte datengetriebene Ansatz. Es gibt einen alternativen Ansatz, der ist modellgetrieben. Da sagt man, naja, es gibt eigentlich nur eine endliche Menge von Dachformen, die vorkommen können. Ich tue mir für jede dieser Dachformen Musterbibliotheksobjekte vorbereiten und die tue ich dann nach statistischen Methoden an das Dach, an die Punktwolke anpassen, und wenn das Dach komplexer ist, dann kann man eben mehrere solche Musterdächer kombinieren. Eine Software, die nach diesem Prinzip funktioniert, ist Building Reconstruction von Virtual City Systems, die auch schon recht verbreitet ist. Ich weiß nicht, ob ein Kollege vom VCS da ist heute. Ah ja, genau, da hinten, okay. Gut. Aus unserer Sicht haben einige der herkömmlichen Verfahren doch Einschränkungen. Wenn wir jetzt einmal bei datengetriebenen Verfahren sind, da ist eigentlich das Problem, ja, der Automatismus findet viele Ebenen, aber welche zwei Ebenen schneiden sich jetzt genau? Das ist gar nicht so trivial bei komplexen Dächern, und bei vielen Verfahren kommt es dann da zu falschen Kanten, die gebildet werden. Bei modellgetriebenen Verfahren kommen eigentlich immer schöne, plausibel aussehende Gebäude heraus, aber sie sind mitunter doch sehr generalisiert. Als Vergleich dazu die Fotogrammetrie, die fotogrammetrische Auswertung von derselben Situation, die uns zeigt, also wie es in der Realität aussieht. Wir wollen natürlich automatisieren, wir wollen uns das Leben leichter machen. In den vergangenen 20 Jahren waren da sehr viele Forschungen, es waren Schwerpunkte, wie kann ich automatisch Stadtmodelle erstellen. Es sind viele Methoden aus dem universitären Bereich gekommen, die waren dann meistens so, dass ich Parameter einstellen muss, dann habe ich dann einen automatischen Prozess, der rennt durch. Na, im Idealfall hätte ich die Qualitätskontrolle, die das sagt, 100% richtig, ich kann liefern. Na, aber in der Realität ist es leider nicht so. Sagen wir mal, ich habe 10% falsche Gebäude. Gut, was mache ich? Ich muss wieder zurück andere Parameter einstellen. Dann kriege ich vielleicht die 10%, aber ich habe andere 10%, die falsch sind. Also der Effekt, den wir beobachtet haben, ist, dass ich dann so eine Schleife habe und immer wieder an den Parametern schrauben muss und vielleicht nie die 100% kriege, die ich will. Daher ist es eine weisere Idee, zu sagen, ja, ich habe den automatischen Teil, aber ich lasse auch den Menschen mitmachen. Also ich sehe ein Modul, eine Funktion vor, einen Arbeitsschritt, in dem der menschliche Operator interaktiv durchschauen und korrigieren kann. Und so kann ich sagen, okay, ich komme wirklich zu einem 100% richtigen Ergebnis und kann liefern. Sie sehen schon, dass ich diesen, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, ah ja, Sie sehen schon, dass der rechte gelbe Kasten größer ist, also im Sinne der Produktivität ist nun genau dieser menschliche Arbeitsschritt eigentlich der limitierende Faktor, man könnte sagen, Flaschenhals. Wir haben uns nun gesagt, wenn es nun so ist, dass für eine hohe Qualität, und das ist jetzt unser Anspruch, wir wollen also qualitativ hochwertige Stadtmodelle, wenn da sowieso der Mensch eingreifen muss, statt korrigieren, tue ich doch lieber gleich richtig machen. Also das heißt, unser Ansatz ist, dass wir anstelle einen Automatismus im Nachhinein zu korrigieren, gleich automatisiert richtige Gebäudemodelle erstellen wollen, und zwar Gebäude für Gebäude, und auf diese Art auch schon die Durchsicht haben und so zu meiner Lieferung komme. Ich möchte jetzt auch kurz über dieses Thema, also menschliche Interaktion ist für das, was wir wollen, notwendig, das haben wir so erkannt, wir wollen es maschinell unterstützen. Heißt das jetzt, dass qualitativ hochwertige Stadtmodelle nur durch menschliche Anstrengung erzeugt werden können? Wir haben einen Probanden genommen, haben ihn aufs Radl gesetzt, das ist eine ziemlich brutale Steigung, wir sehen, der ist fix und fertig. So, was können wir da jetzt tun? Ja, wir können ihn auf ein E-Bike setzen. Jeder, der schon mal auf einen E-Bike gefahren ist, der sieht, also es ist nach wie vor Radfahren, aber es fühlt sich ganz anders an, es macht Spaß, also Sie sehen, der Proband ist auf einmal ziemlich glücklich.
Und diese Idee vom E-Bike, ja, das wollen wir eigentlich umsetzen. Ich will jetzt nicht hinterfragen, wieso man nicht ein Auto nimmt. Also es ist nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Bleiben wir mal beim Fahrrad. Also das heißt, wir wollen also diese Idee, menschliches Tun durch maschinelle Unterstützung einfach angenehmer zu machen. Ja. Das war eigentlich unsere Idee. Ja, ich will Ihnen das hier kurz einmal zeigen. Ich zeige es Ihnen zuerst einmal, wie es sich anfühlt und dann erkläre ich den theoretischen Background dazu. Ja, ich starte das hier mal. Gut, also wir haben eine Punktwolke. Wir haben die einzelnen Ebenen segmentiert und als Operator fahre ich jetzt mit der Maus den Firsten und Graten entlang. Ich kriege von der Software permanent Vorschläge und wenn mir ein Vorschlag gefällt, dann klicke ich, dann bestätige ich und das wird grün. Sie erkennen es vielleicht, dann werden die Dachlinien grün. Ja, jetzt schauen wir, ich fahre da weiter. Ich habe links die Punktwolke, ich habe rechts die Luftbilder und wenn mir ein Vorschlag gefällt, dann klicke ich. Also ich kriege permanent Vorschläge. Ja, also das, was der Motor vom E-Bike ist, ist bei uns das sogenannte Magic Preview, das mir permanent Vorschläge macht. Und wenn mir ein Vorschlag gefällt, dann bestätige ich. Ja, so soll sich das für den Benutzer anfühlen. Das heißt, der Mensch steuert und die Maschine arbeitet. Ja, der Mensch bringt seine Erfahrung ein und die Maschine arbeitet. So soll sich das anfühlen. Ja, jetzt, was steckt da dahinter? Wir wollen ein datengetriebenes Verfahren realisieren. Wir wollen wirklich die echten Dachebenen für die Modellierung heranziehen. Wir haben da die Punktwolke. Im Pre-Processing finden wir die Ebenen. Die sind auch schon segmentiert, also abgegrenzt. Das ist da so schön bunt eingezeichnet. Das sind die sogenannten Alpha-Shapes. Und die Krux ist jetzt, welche dieser zwei Ebenen schneiden sich in der Realität? Das ist bei einem komplizierten Dach gar nicht so einfach. Und wir versuchen auch noch, die völlig unplausiblen Schnittlinien automatisch zu erkennen und zu verwerfen. Also wir haben jetzt da sehr viele Kandidaten in Rot eingezeichnet von Schnittlinien und trotzdem finden wir automatisch nicht alle Schnittlinien. Und nach dem, was wir in der Forschung beobachtet haben, scheitern alle automatischen Verfahren bei datengetriebenen Ansätzen genau daran, also wirklich zu 100% die Kanten zu finden. Schauen wir uns diesen Problembereich an. Ja? Also für einen Automatismus ist das einfach schwierig. Es gibt sehr viele Kantenkandidaten und welche stimmen denn jetzt? Und genau hier lassen wir jetzt den Menschen eingreifen. Wir sehen auch ein Luftbild, ja? Wir nutzen Punktwolken und Luftbilder und wir sehen ja sofort, was richtig ist. Wir sehen es mit Hilfe des Magic Preview, das Sie vorher in dem kurzen Video gesehen haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Maus über eine Kante oder nahe einer Kante bewege, werden die zwei Ebenen, die diese Kante bilden, gezeigt und das Dach, das daraus entstehen würde. Manchmal ist es ein richtiges Dach und manchmal ist es ein unlogisches Dach und das erkennen wir sofort. Das heißt, ich kann jetzt quasi leicht spielerisch drüber fahren und wenn ich sehe, dass ein richtiges Dach ist, habe ich eine Kante erwischt, die eine reale Kante ist, wo sich zwei reale Dachebenen tatsächlich schneiden oder in einem Punkt schneiden sich drei Ebenen. Das heißt, ich kann oft auch zu den Punkten fahren, wo sich drei Dachebenen treffen. Und so kann ich also sehr schnell dem Automatismus über dieses Problem drüber helfen, was nun wirklich die realen Schnitte sind. Und das Dilemma, das ich eingangs gezeigt habe von den datengetriebenen Verfahren, dass sie falsche Kanten machen, kann ich von vornherein beheben. Ja, wir nutzen Luftbilder und, Moment, jetzt muss ich zurück. Ja, wir nutzen Luftbilder, Wir nutzen Luftbilder und, wir nutzen Punktwolken und Luftbilder. Die Punktwolke gibt uns die Stellung der Ebenen exakt im Raum. Wer ein bisschen Erfahrung mit Punktwolken hat, weiß, dass es aus Punktwolken alleine sehr schwierig ist, den Rand des Daches zu finden. Genau da nutzen wir die Luftbilder. Das heißt, mit Hilfe der Luftbilder kann ich die Dachkante exakt einstellen. Ja? Das heißt, die Charakteristika dieser beiden Datensätze ergänzen sich aus unserer Sicht optimal. Also die Stellung der Ebenen kriege ich aus der Punktwolke, die exakte Abgrenzung der äußeren Dachkante aus dem Luftbild. Da kann ich das Luftbild dazu nutzen. Ja,
Wir setzen nicht voraus, dass es Grundrisse gibt. Abgesehen von Deutschland und der Schweiz gibt es sehr wenige Länder, wo es wirklich durchgängig Gebäudegrundrisse gibt, verlässliche Gebäudegrundrisse. Das heißt, bei uns kann man auch ohne Grundrisse arbeiten. Wenn es sie gibt, dann kann ich natürlich Gebäudemodelle mit Dachüberstand erzeugen. Bei Flachdachobjekten greift unsere automatische Modellierung vom Inneren des Daches nicht so sehr. Das ist eigentlich ein bisschen paradox. Also unser Automatismus greift besser bei firstorientierten Dächern. Trotzdem wollen wir, dass Flachdachobjekte schnell erzeugt werden können. Wenn ich einen Gebäudegrundriss habe, kann ich den natürlich sofort hochziehen. Das ist klar, das ist die einfache Situation. Habe ich keinen, wollen wir auch, dass das schnell gezeichnet werden kann mit Hilfe des Luftbildes. Das Problem ist, dass wir meistens bei Flachdächern eine kleine Brüstung haben. Und wenn wir da ein Luftbild haben, dann sehen wir im Luftbild die Oberkante von der Brüstung. Aus der Vorverarbeitung der Luftbilder, aus der Ebenenextraktion, kriegen wir aber da oben keine Ebenen, weil die meistens zu klein sind. Wir kriegen da unten eine Ebene. Und wenn ich jetzt oben die Kante im Luftbild auswerte und mit der Dachhauptebene, mit dem Alpha-Shape da unten verschneide, bekomme ich einen Lagefehler. Das heißt, wir können eine Zeichenebene einführen und wir können in dieser Zeichenebene die Kante messen und können dann entweder das Dach auf der Hauptebene modellieren oder das Dach auf der Höhe der Brüstung oder das Dach mit Brüstung. Wie das ausschaut, zeige ich Ihnen hier. Also wir haben hier ein Flachdach. In Grau sehen Sie das Alpha-Shape. Ja? Und hier habe ich jetzt die Zeichenebene eingestellt. Das ist in Gelb, das Polygon drüber. Ja? Also Grau und in Gelb. Und ich kann, wie kann ich das einstellen? Also auch wenn ich an der Brüstung nicht unbedingt Ebenen finde, habe ich doch einzelne Punkte. Und ich kann das mit Hilfe der Punkte visuell einstellen. Ich kann auch Punkte fangen und mir das automatisch einstellen lassen. Und ich kann auch die Dicke dieser Brüstung einstellen. Und dann habe ich, ich muss interaktiv dem Dach nachfahren. In dem Fall geht es sehr schnell mit dem Rechtwinkelmodus. Aber ich habe dann dafür ein Dach mit Brüstung. Ein weiteres Thema, wo Grundrisse mitspielen, sind zum Beispiel Reihenhäuser. Vom Dach wäre das jetzt nicht unbedingt erkennbar, aber Sie sehen da in hellblau die Grundrisse unterlegt. So, da kommt jetzt ins Spiel die Verbindung zur 3D-Modellierung. Wir gehen da jetzt schneller drüber zur Modellierung des Daches aus der Punktwolke. Was wir realisiert haben, ist eine Anbindung an unser Modellierwerkzeug, das wir schon seit langem haben, der CityGrid Modeler. Das ist also ein 3D-Gebäudeeditor. Ich kann also während meiner Bearbeitung zu diesem 3D-Gebäudeeditor übergehen, wo wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, Gebäude zu teilen nach Grundrissen. Also wir teilen praktisch, wir verwenden die Funktion des Splittings, wir tun also den einen Gebäudeteil splitten, dann den zweiten Gebäudeteil. Ja, ich könnte hier auch Durchfahrten modellieren, die Dachüberhänge noch einmal korrigieren. Also ich kann hier wirklich das Gebäude in 3D bearbeiten, bin aber nach wie vor in meinem Prozess, ich habe meinen Prozess der Auswertung nur kurz pausiert. Ich kann also wieder zurück und kann wieder, wir sehen das Gebäude jetzt hier im Auswertetool im CityGrid Shaper. Also das heißt, ich kann auswerten und modellieren Gebäude für Gebäude in einem Schritt, was bei hohen Ansprüchen sicher ein Vorteil ist. Denn die meiste Zeit geht dabei drauf, das Gebäude zu verstehen, wann wir von komplizierten Gebäuden reden und wann ein Operator das Gebäude verstanden hat, dann soll er es gleich fertig machen. Ja, ich komme zum Fazit. Was wir realisieren wollen, ist eine kontrollierte, datengetriebene, automatisierte Gebäudemodellierung. Wir wollen eine komfortable Mensch-Maschine-Interaktion mit Hilfe von unserem Magic Preview. Wir wollen die Punktwolke, oder wir bieten an, dass man die Punktwolke und Luftbilder gemeinsam nutzt. Es sind keine Grundrisse erforderlich. Falls sie da sind, kann man sie aber zur Bildung der Dachüberstände nutzen oder Flachdachobjekte wesentlich schneller modellieren. Wir haben eine Anbindung an den 3D-Modeller, also an unser Tool CityGrid Modeler. Wir haben Auswertung und Modellierung in einem Arbeitsschritt.
Unser Ziel ist eine ähnlich gute Qualität wie die Stereofotogrammetrie. Ich sage ehrlich, das ist ein ambitioniertes Ziel. Wir wollen etwas schneller sein. Ja, aber unser Goldmaßstab ist quasi die manuelle Stereofotogrammetrie. Wir wollen genauer sein, was die Stellung der Ebenen anlangt, und wir wollen schneller sein. Wir wissen, dass wir noch einige Dinge weiterentwickeln müssen. Die Modellierung des Hauptdaches funktioniert schon sehr gut. Was jetzt noch kommt, sind, dass Dachdetails besser unterstützt werden und dass man Fassadenebenen schnell modellieren kann. Wir zeigen das den CityGrid Shape auch gerne morgen in unserem Workshop, da lassen wir Sie gerne selber damit arbeiten. Ich bin mit meinem Vortrag soweit am Ende, und ich würde mich freuen, wenn es Fragen gibt. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit.